Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops und auch, welche Besonderheiten es am Gerät vielleicht gibt, was ihr beachten müsst, ob es Tipps und Tricks gibt, beim Öffnen des Gerätes zum Beispiel oder auch beim Ausbau von Komponenten. So, ich hoffe, das Video wird euch weiterhelfen und ihr merkt, dass es im Grunde genommen gar nicht so schwer ist, einen Laptop aufzumachen. Legen wir los. So, wir haben hier einen Lenovo Laptop und zwar aus der V-Serie. Aber bevor wir irgendetwas tun, ziehen wir jetzt erstmal den Netzstecker ab und zwar genau hier. Um nun das genaue Modell eures Laptops herauszufinden, zeige ich euch ganz schnell, wo das hier steht. Und das ist meistens auf der Rückseite der Fall, so wie auch hier. Und genau hier könnt ihr sehen, Lenovo V510-15IKB. Dieses Gerät zu öffnen ist zum Glück nicht schwer, man muss dafür nur alle Schrauben lösen, die ich jetzt gerade hier im Bild einblende. Und die einzige Besonderheit ist eigentlich diese Schraube hier, die das Laufwerk hält. Und das muss man auch rausziehen, um an drei weitere Schrauben zu kommen. Aber auch das ist super einfach. Zum Öffnen des Gerätes nutze ich hier ein Universalwerkzeugset, das ihr auch bei uns im Shop findet. Ich verlinke das auch in der Videobeschreibung, also wer noch Bedarf hat, zugreifen. So, ich suche hier ein Kreuzschraubendreher-Bit und zwar ein PH0. Und dann löse ich hier mal alle Schrauben im Schnelldurchlauf. So, und mit der letzten Schraube hier haben wir jetzt auch das Laufwerk gelöst und das kann man jetzt einfach zur Seite hin rausziehen und darunter befinden sich drei weitere Schrauben, die ich jetzt auch noch schnell rausdrehe und dafür muss ich mir einen anderen Bit suchen, weil die nämlich kleiner sind. Das probiere ich jetzt einfach aus, welcher passt und dann kommen sie raus. So, nachdem wir jetzt alle Schrauben gelöst haben, kann man die Gehäuseunterseite jetzt raushebeln. Ich nehme dafür einen flachen, breiten Gegenstand, der relativ dünn ist und versuche jetzt hier an der Frontseite in den Schlitz zu kommen und die Gehäuseunterseite vorsichtig rauszuhebeln. Ja, das knirscht und knackt manchmal so ein bisschen, aber das ist auch normal. Wenn man da jetzt nicht so brutal zu Werke geht, kann man das eigentlich relativ einfach dann raushebeln. Und ja, so arbeite ich mich jetzt einfach mal um das Gerät herum. Und wie gesagt, vorsichtig, aber trotzdem mutig. So, ich mache das jetzt hier auch mal im Schnelldurchlauf fertig. Ja, und wenn wir dann die Gehäuseunterseite vollständig gelöst haben, kann man die von der Seite, wo das Laufwerk drin war, ein bisschen anheben und über den VGA-Anschluss auf der anderen Seite hinwegziehen. Und genauso umgekehrt natürlich baut man das Ganze dann wieder ein. Und hier seht ihr die Gehäuseseite mal von innen und auch das Gerät von innen. Ich drehe mir den jetzt mal hier um. Ich mag es nämlich ganz gerne, wenn der Akku unten sitzt. So. Und da könnt ihr auch schon den Akku sehen. Der ist genau hier. Und da geht das Kabel, was den Akku mit dem Mainboard verbindet. Dann haben wir hier noch den Lüfter und den Kühlkörper, der jetzt hier die CPU kühlt. Direkt oben drüber ist der RAM-Riegel. In dem Gerät gibt es nur einen Slot. Dann sehen wir hier die SSD. Da haben wir noch einen möglichen Slot für eine 2,5 Zoll Festplatte, die in dem Fall jetzt hier leer ist. Und ja, hier unten war das Laufwerk drin. Und was haben wir hier noch? Wir haben noch das WLAN-Modul hier mit den Antennen. Und was man hier auch noch sieht, ist, es wäre noch Platz für einen Grafikchip und Grafikspeicher. Die sind jetzt hier gerade nicht belegt, aber es gibt auch Mainboards. Die haben halt Grafik von Nvidia oder AMD noch mit drauf. Ja, und ansonsten, bevor wir jetzt überhaupt irgendetwas weiteres machen, werden wir jetzt auf jeden Fall erstmal das Kabel vom Akku vom Mainboard trennen, dass das Gerät wirklich stromfrei ist.
Ja, und dafür fasse ich das Kabel oder den Stecker beziehungsweise hier am Kabel und rüttel da ein bisschen dran, bis der Stecker dann rauskommt. So, und wenn wir gerade beim Akku sind, die beiden Schrauben haben wir ja schon gelöst. Die waren am Gehäuse noch mit dran. Wichtig hier ist eigentlich nur, dass man erstmal das Kabel aus der Führung herausnimmt. Und dann kann man den Akku einfach nach hinten herausziehen. Das knackt so ganz leicht ein bisschen. Und das ist auch wichtig beim Einbauen, dass man den auch wieder reinschiebt und dann auch richtig fest press andrückt, bis man das Knacken hört, das Einrasten, damit auch die Schrauben wieder zugänglich sind, wenn das Gehäuse drauf ist. Ja, und dann sollte man auch das Kabel wieder in die Führung reinfriemeln, damit das nicht irgendwie dann von der Gehäuseunterseite gequetscht wird und da vielleicht einen Bruch bekommt. So, um den RAM auszutauschen, muss man eigentlich nur hier an der Seite vom RAM-Riegel die beiden Klammern so leicht nach außen ziehen. Dann springt einem der RAM auch schon förmlich entgegen. Man kann ihn dann einfach rausziehen und genau umgekehrt wieder einbauen. Die SSD zu tauschen ist genauso leicht. Da muss man einfach nur, es gibt eine Schraube hier oben, wo die SSD gehalten wird. Die schraubt man einfach raus. Falls man mehrere Teile ausbaut, auch immer schauen, dass man die Schrauben unterschiedlich aufbewahrt, um sie nachher noch zuordnen zu können. Und ja, dann kann man auch hier einfach die SSD herausziehen, gegebenenfalls durch eine neue ersetzen und dann einfach wieder einsetzen, runterdrücken und zuschrauben. So, was haben wir noch? Wir haben hier noch den Lüfter. Auch den kann man einzeln austauschen. Dazu muss man nur diese drei Schrauben hier lösen und das Kabel vom Lüfter zum Mainboard trennen. Bei der Steckverbindung hier sollte man ein bisschen aufpassen. Die Kabel sind relativ dünn, da würde ich eher nicht dran ziehen. Teilweise ist es auch ein bisschen friemelig, der Stecker ist manchmal recht fest. Das Beste ist, wenn man wirklich mit den Fingernägeln oder wenn man einfach versucht, die Seiten des Steckers zu greifen am Stecker selber und das dann so mit hin und her bewegen rauszieht. Und geschafft. Und jetzt haben wir den Lüfter einzeln in der Hand und können ihn gegebenenfalls austauschen. Okay, eine Besonderheit würde ich euch gerne noch zeigen und das sind die Steckverbindungen mit dieser blauen Markierung hier. Da ist es so, dass das Kippstecker sind, die man auch nicht so einfach reparieren kann, wenn sie mal kaputt gehen. Da also nicht einfach dran ziehen. Da muss man so leicht von oben unter den Stecker greifen und es nach oben klappen. Und erst wenn es aufgeklappt ist, kann man die Verbindung dann rausziehen. Und auch beim Wiedereinstecken darauf achten, es gibt so eine kleine Markierung hier und bis dahin muss das Kabel dann auch drin sitzen. So, ich zeige euch hier noch schnell den Fingerprint Reader und hier nebendran die Platine für die USB-Stecker, die kann man auch einzeln austauschen. Ja, und damit haben wir eigentlich schon alles Wichtige, was das Innenleben angeht. Jetzt noch der Hinweis vorm Zusammenbau, immer schauen, dass der Akku auch wieder mit dem Mainboard verbunden ist. Das heißt, ich stecke den Stecker jetzt wieder hier dran. Ja, und dann können wir auch die Gehäuseunterseite wieder drauf machen. Und da, wie ich das am Anfang schon mal gesagt habe, so von der Seite, ich zeige euch das hier mal. Man muss das von der Seite so ein bisschen drauf schieben, weil sich das sonst nicht richtig schließen lässt. Und dann kann man die Gehäuseunterseite einfach wieder fest draufdrücken, schauen, dass alles ordentlich einrastet und wieder bündig ist. Ja, und dann kann man auch die Schrauben wieder reindrehen. Prinzipiell kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch ziemlich einfach ist. Dafür muss man nur den Frontrahmen abnehmen, weil der Tastatur muss man allerdings das gesamte Innenleben rausnehmen, um an die Tastatur ranzukommen. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.